WIMF ist an der Webstage Masters, Finnstein. Sie haben einen Vortrag gehalten. Beyond Likes, Reality Check mit neutralen Social Media Nutzerzahlen für die Schweiz. Worum ist es gegangen? Ja, also ich denke, wir hatten viel Publikum. Lauf lief aus meiner Sicht auch gut. Für uns war natürlich die Herausforderung, als hier mit der Macht Strategy als allgemeine Medienstudie mit Leuten in Kontakt zu treten, die jetzt aus dem Social Media Bereich kommen und dort schon sehr, sehr viele Zahlen zur Verfügung haben. Und von dem her war jetzt unser Ziel, auch hier wirklich den Mehrwert von solchen Studiendaten zu zeigen, indem wir so ein paar Beispiele oder ich so ein paar Beispiele gezeigt habe, wo halt die verschiedenen Social-Media-Zahlen der Plattformen nicht immer unabhängig sind, nicht immer direkt vergleichbar sind. Und das ist eben genau das, was wir mit der Mach Strategy zur Verfügung stellen können. Und woher habt ihr diese Zahlen? Diese Zahlen, die sind Teil des Mach-Forschungssystems. Wir haben ja die Mach Basic, die wirklich in hoher Stichprobenqualität 30.000 Befragte zur Verfügung stellt. Und die Mach Strategy ist in dem Moment eine Zusatzbefragung, wo wir eben all diese Intermediadaten damit erheben. Und was kann man mit diesen Daten machen? Das Wichtigste ist sicherlich, dass man wirklich eine einheitliche Basis hat, um einerseits Social Media Zahlen im Modul Social Media zu vergleichen mit Reichweiten, andererseits aber auch diese Social Media Zahlen mit Offline Medien wie TV-Sendern, Radiosendern, Printprodukten und so weiter und so weiter. Und man kann dort wirklich, hat einen Überblick über die ganze Medienlandschaft und kann damit dann auch die Komplexität reduzieren von dieser Aufgabe. Geht das in Richtung Einheitswährung? Währung ist ein gutes Stichwort. Die Mach Strategy ist explizit keine Währung. Also das Ganze basiert auf dem RUS, dem Regular Usership. Es ist aber nicht eine Reichweite, wie wir sie in der Mach Basic oder die Media Pulse für TV zur Verfügung steht. Aber es ist ein Tool, um eine Intermedia-Strategie zusammenzustellen und dort eben diese Vergleichbarkeit und diesen Überblick zu haben. Können Sie das sagen zu den Abweichungen jetzt von den Zahlen, die jetzt im Social-Media-Bereich von den Anbietern kommen und die, die ihr erhebt? Gibt es da irgendwas Nennenswertes? Ja, ich habe am Vortrag ein Beispiel genannt. Ich muss dazu sagen, die Social-Media-Anbieter für sich sind sagen auch, dass sie User-Accounts messen. Das wird manchmal nicht so aufgenommen. Die Daten werden gerne aus den APIs rausgezogen. Und da ist es halt so, dass APIs, oder wie soll man sagen, User-Accounts sind halt nicht gleich reale Personen. Und das ist etwas, wo wir halt jetzt mit der Studie besser abgreifen können. Reale Personen, wir befragen reale Personen und wir erfahren auch von realen Personen, ob sie und wie oft sie diese Plattformen nutzen. Und wird das schon häufig genutzt? Wissen Sie das? Da kommt es ein bisschen aus dem Bereich drauf an. Also wir sind die Standardstudie im Intermedia-Bereich. Das ist für Mediaagenturen und normale Werbekunden ist das sehr weit verbreitet im Markt. Für uns ist es natürlich interessant, weil wir eben auch denken, dass das jetzt für Webagenturen und Onlineagenturen ein sehr spannendes Angebot ist, dass wir es dort auch promoten. Von meiner Sicht her ist es auch ein gutes Verständigungstool, weil man sich da wirklich über diese Mediengrenzen hinweg unterhalten kann und quasi wie eine gemeinsame Basis hat, auf der man Diskussionen auch über die Verteilung von Budgets führen kann. Jetzt vielleicht als Beispiel jetzt Social Media, weiß nicht, Instagram mit TV. Das ist grundsätzlich möglich. Wir haben einerseits im Bereich TV für TV-Sender abgefragt, eben wie oft schauen Sie diese Sender. Das Gleiche haben wir für die Nutzerprofile abgefragt, für die Nutzung von Social-Media-Plattformen. Wie oft nutzen Sie diese Social-Media-Plattformen? Und damit haben Sie in Form des RUS schon eine einheitliche Vergleichsbasis. Gibt es auch Indikationen für die Inhaltsgestaltung?
Für die Inhaltsgestaltung, das wird nicht explizit so zusammengefasst. Also Sie haben im Hintergrund natürlich einen riesigen Fundus an Zielgruppendaten und Zielgruppenverhalten. Das kommt aus dem Mach-Forschungssystem von der Consumer, von der Mach-Values, wo Sie ein bisschen wissen, wie die ticken, wo Sie sehen, was sie konsumieren, wie oft sie es konsumieren, was sie kaufen wollen und. Das ist wirklich breit. Und hier können Sie natürlich schon Dinge ableiten für den Inhalt von Werbebotschaften. Oder auch zum Beispiel, wie die Einstellung zu Promotionen ist, wie positiv die Leute eingestellt sind gegenüber Werbung im Allgemeinen. Aber es ist eine Nutzerbefragung. Es ist jetzt nicht direkt, dass wir einzelne Inhalte abfragen. Ihr bisheriger Eindruck der heutigen Veranstaltung? Ja, also für mich ist es erfrischend in dem Sinne, dass ich hier bin und nicht wie an vielen anderen Branchen Events schon die meisten Leute kenne. Von dem her, das Publikum hier ist ein anderes. Das war auch das Ziel von meinem Auftritt hier. Und ja, ist eine super Sache. Macht Spaß, auch hier in Engelberg. Ist ein schönes Setting. Super. Vielen herzlichen Dank für die Auskünfte und weiterhin einen schönen Abend. Ja, ich danke. Merci.